So, das ist nicht aus der gleichen Umgebung wie das Tier. Tja, wie findet man das denn raus? Filter, Biome. Was für ein Biom ist eigentlich die Schildkröte? Afrika, Biome, Tropen. Okay, dann filter ich mal. Wir wollen jetzt nur Tropenpflanzen. Oh, der ist ein bisschen groß. So, jetzt müsste es euch eigentlich besser gefallen. Keine passende Tierart. Das kann also weg. Das ist gar nicht so einfach, muss man ja ehrlich mal sagen, hier so ein bisschen klar zu kommen. Okay, das geht auch nicht für die. So, dann haben wir zweimal Wasser und zweimal Futter und verschiedene Spielzeuge. Das finden die echt gut. Rückzugsorte. Was braucht ihr denn? Ja. Ach du Schi. Wow. Tja. Mann, gibt es hier nicht was Kleines? So, seid ihr jetzt zufrieden? Ich finde es ein bisschen schräg, aber ja. Ihr wollt es kuschelig. Okay, verstehe. Dann legen wir euch jetzt hier noch ein bisschen Stroh und ein bisschen Gras hin. Und dann hoffen wir mal, es gefällt euch. So, die Besucher dürfen ja hier auch rein. Haben wir noch so Infosachen? Einrichtung. Ach, die sind begeistert. Einrichtung. Mal schauen. Gehege-Infotafel, das wollten wir ja noch. Die Aldabra-Riesenschildkröte. Ein Sound gab's doch auch. Gibt's denn die coolen Sachen? Ah, dann machen wir noch so ein Ding hier hin. Wir machen über Ökotourismus. Und noch eine. Wow. Also mit diesen fortgeschrittenen Techniken komme ich nicht klar. So, nochmal. Drehen.
Mann. Schild, mach mich nicht fertig. Ach, X, deswegen. Okay. Du kannst ja noch informieren über Regeneration der Ozonschicht. Ich könnte das jetzt alles vorlesen, aber ich habe da selber keine Lust drauf. Vielleicht stellen wir den Leuten noch ein paar Bänke hin. Na gut, wir sind jetzt voll auf Afrikanisch, sehe ich gerade. So, da kommen viele Leute vorbei, das ist gut. Hier können sie sich informieren, das ist auch gut. Die Schildkröten sind soweit glücklich. Ich guck mal nochmal, ob ich die auch gut versorgt habe. Arbeitsbereiche. Das ist jetzt der Arbeitsbereich Nummer 2, sind 8 Leute. Sehr gut. Arbeitsbereich Nummer 3. Ah nee, ich wollte ja noch einstellen, dass die super Futter kriegen, ne? Warte. Tiere. Qualität 3. Futterspender. Haben wir zu wenig? Das ist ein bisschen groß. Schon wieder hat eine Stromquelle versagt. Was denn hier los? Der Techniker ist unterwegs, der braucht wohl noch ein bisschen. Komm, beeil dich. Sind eigentlich unsere anderen Techniker? Techniker, ihr geht jetzt mal alle zur Fortbildung. Liz. Regina. So, wen haben wir noch? Hier ist auch gerade langweilig.
und die letzte Person, aber wir können immer nicht so viele gleichzeitig schicken, ne? Die Sicherheitsleute. Dem ist langweilig. Der geht jetzt in Fortbildung. Dem ist langweilig. Die ist jetzt auch in Fortbildung. Dem ist nicht langweilig. Du gehst jetzt auch in Fortbildung. So. Die nächsten. Ihr habt alle zu tun, echt? Meine Güte. Also die alle vorzubilden ist ja auch so eine Sache für sich, ne? Ich nehme jetzt sporadisch immer ein paar raus. Und schicke die halt zur Weiterbildung. Ich hoffe, es bringt was. Dass wir aus den Azubis was anderes machen. So, die ist auch unterbesetzt. Dann gehen wir noch zu der. Und so. Der. Die hat schon. So, der. Okay. Und der ist gerade langweilig. Bist du auch schon da? Ja. Unsere Zoofliege. Eigentlich wollte ich mir die angucken. Der macht gerade gar nichts. Weiterbildung. Und du machst auch nichts. Ab zur Weiterbildung. Du machst auch nichts. Ab zur Weiterbildung. Meine Güte. Okay. Ich mische mal nach Zufriedenheit, Energie. Wer von euch ist denn nicht mehr zufrieden? Eine hohe Arbeitsbelastung. Warum? Gucken, ob das was hilft. Okay, es gab einige Beförderungen, es gab einige Weiterbildungsaufträge. Na, seien wir mal ehrlich, die gehen auch sonst gleich kaputt. 3 Monate. Und alle 3 Monate. Okay. Meine Güte. Dass die so oft gewartet werden müssen, das muss man ja auch erstmal wissen, ne? Ja, ich weiß, aber ich kann die ja nicht abschaffen. Okay, die Tierärzte meckern, weil sie nichts zu tun haben. Ja, das wird sich aber noch ändern. Okay. Wir haben Besuch. Meyers TV. Okay.